Moritz Bleibtreu macht sein erstes Regieprojekt und ich dachte schon so, oh Gott, okay, das darf ich nicht verkacken. Es ist so ein vages Konstrukt, wo man nicht genau weiß, was findet in Moritz Kopf statt als Regisseur und was interpretiert man rein. Ich glaube, dass es sehr viel mehr gibt, wie der gute Hamlet sagt, zwischen Himmel und Erde und Dinge, von denen wir keine Ahnung haben und die wir uns nicht erklären können. Und da spielt das hier auch eine sehr große Rolle. Let's go for original material. Ich habe immer mal die Idee gehabt, dass ich gesagt habe, es wäre geil, wenn man einen Body-Switch machen könnte, der tatsächlich nicht lustig ist. Wir sind Ewigkeiten befreundet, sehr eng befreundet, haben immer den Traum gehabt, zusammen mal einen Film zu machen. Und ziemlich genau vor 2 Jahren hat er mich über Insta angeschrieben. Jan, was machst du? Ruf mal an. Ich habe das Buch gelesen, fand das wahnsinnig, war ein Page-Turn. Ursprünglich war es ja so, dass Moritz eigentlich in seinem Regiedebüt nicht spielen wollte. Ich wollte mich ums Verrecken nicht haben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich habe die ganze Zeit in Haben Moritz Bleibtreu gesehen. Und der Produzent hat gesagt, ey, nimm den, ey, der macht das für Umme, der macht das für fast umsonst. And whatever then happens, I know easing, no a little. Man muss sagen, es ist ein echt wunderbares Ensemble. Und das Zusammenspiel von all den Schauspielern hat wunderbar funktioniert. Es ist eine warme, gute Atmosphäre von Anfang an. Und da wurde ich gut aufgenommen. Deshalb hat es mir das nicht schwer gemacht, mich von Anfang an da so gut zu fühlen. Ich glaube, Jannis bereitet sich sehr genau auf seine Rollen vor und ist dabei aber immer intuitiv und hat immer eine Leichtigkeit dabei. Zwei Menschen mit einer extremen Präsenz und Konzentrationsfähigkeit, wie so eine gute, energiegeladene Kombination. Wichtig ist das Zusammenspiel von den jeweiligen Departments, damit man halt am Ende weiß, wo man halt steht, weil das eben nicht chronologisch angelegt ist. Wir haben einen sehr starken Kameramann, der Thomas Kienast, der ihn mit seinen Erfahrungen wieder sehr gut unterstützt. Bei Moritz merkt man einfach, der ist selber Schauspieler und deshalb hat er eine absolute Sensibilität. Moritz macht das eben echt unglaublich präzise. Das ist für ein Team ja auch immer total wichtig. Er weiß genau, was er will und ich finde sowas toll. Ja, ich stehe da drauf. Für einen Schauspieler ein Geschenk. Ein Filmemacher, der Film lebt und der einfach weiß, was er tut. Habe ich alles den Leuten zu verdanken, die das gemacht haben. Ne? Tolles Team. Ich mag es einfach, wenn Geschichten sich trauen, ein völlig eigenes Universum zu entwerfen und eine völlig eigene Draufsicht auf die Welt, sei sie noch so verrückt oder ungewöhnlich. Und das tut Cortex. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Traum war.